Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play Dark Souls Tres Amigos. Und bam bam bam. Das letzte Bam ging auf seine Kappe. Bam bam. Das war noch ein Bam. Ach, hier war ich eben. Okay. Da hatte ich mich eben mit dem Kingler angelegt. Mit dem man sich vielleicht lieber nicht anlegen sollte. Und hier kam die... kam der NPC. Okay, wie komme ich jetzt darum? Hier rum, nach dem Löffelstiel. Wer nichts sagt, der weiß nicht viel. Wow! Jetzt werd aber mal nicht so aggro. War das ein Parry-Fail? Das war ein Parry-Fail. Was? Ey, einen davon hätte ich parried, das wäre ein... Das war doch vom Timing her gut. Mann, kriegst du halt echt den Boss beim, keine Ahnung, siebten, achten Versuch down? Dann sowas. Und dann sowas. Ich glaube, das Two-Handing bringt bei dem Ding auch echt nicht so viel. Nur vom Schaden. Gut, Two-Handing ist, glaube ich, einfach nur ein Bonus auf Stärke. Da wir eh nicht auf Stärke gehen. Bringt, ist der Bonus, glaube ich, einfach nur so klein. Nein! Kollege? Dass das nicht viel hilft, das Duel zu wielden. Oder, sorry, nicht Duel wielden, sondern zwei nicht zu nehmen. Wie schaffe ich es denn, den Penner da... Falsche Taste, die da. Was? Sag mal, ist dein Rücken woanders? Da. Okay, einen von den beiden Hammern. Nicht schlecht. Fehlt noch sein Bro. Auf jeden Fall. Na? Bam! Haben auch seinen Bro down. Oh, der hat was gedroppt. Exile Greatsword. Gibt's hier noch mehr als... Gibt's hier mehr als einen Kingler? Es gibt mehr als einen Kingler. Ach du fuck. Es gibt... einfach mehr als ein Kingler. Okay. Ah, da unten ist auch noch was. Ah, da vorne war ich eben, ne? Da vorne ist...
Hier geht's nicht weiter. Da vorne ist der Dings gewesen, der Ritter. Ja, Black Knight. Ah. Warum ist denn hier ein Bonfire? Ah, okay, jetzt fängt der Sumpf hier erst richtig an. Ah, das ist Farron Keep. Ich glaube, ich habe da oben noch irgendwas übersehen. Bei den ganzen Kinglern. Okay, also man kann nicht schneller hochklettern. Das ist auch interessant zu wissen. Ah doch, er klettert ein bisschen schneller. Und nicht viel. Das sieht aber irgendwie schon ziemlich cool aus hier, ne? Also da unten ist jetzt wohl die nächste Station. Möchte ich trotzdem noch mal gerne wissen, wo ich hinkomme, wenn ich vom anderen Bonfire weitergehe. Okay, also ich glaube, ich muss einfach nur an dem Kingdom vorbei. Tschüss! Ich bin ausgewichen! Okay, große Sumpf. Pyromancy. Na? Warum kann ich den Pikachu mit dabei haben? Green Blossom. Kingler. Au, Great Grass Shield. Das war mir an sich ziemlich gut. Aua, warum hast du denn jetzt... Ich hatte einfach wieder E gedrückt, Jungs. Ich hatte es einfach gedrückt und er ignoriert es. Das ist einfach... Nee, das ist echt nicht nett. Das ist echt nicht nett. Na gut, jetzt komme ich wieder hier raus. Wenigstens dicht dran an dem, wo ich verreckt bin. Meine Seelen mitnehmen und dann noch andere Bonfire auch nochmal erkunden. Da ging nämlich auch noch ein Weg weg. Ich glaube, wir kommen langsam an den Punkt, wo wir uns auch mal ein bisschen, Ah, hier liegt noch was. Eine Great Club. Okay. So, Seelen, wo liegt er? Da vorne ist nochmal ein Kingler. Da sind sie. Da. Böses Kingler. Pff, diese Kingler, ey. Stehen keinen Spaß. Sind auch ein bisschen gut aggro drauf, die Jungs. Phew. Wie komme ich da irgendwie oben ran? Gibt es da irgendwie vielleicht einen Weg hoch? Ja! Hier durch. Und dann kommt man an dieses Item hier ran. Das ist... Golden Falcon Shield, okay. Wir haben ordentlich auf jeden Fall was an Items wieder gekriegt. Interessant. Also auf die Kinglers habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Die sind mir ein bisschen hart aggro. Von daher machen wir das, wo ich eben schon angekündigt hatte, das wirst du. Nämlich an dem anderen Bonfire weiter. Und vielleicht vorher nochmal... Weg? Nee. Nee, komm, wir gehen zum Sage. Anscheinend gibt es hier wirklich zwei Sachen, die man machen kann, nämlich hier durchlaufen. Lloyd's Shield Ring, okay. Old Father Lloyd. Was ist jetzt hier hoch? Ist auf jeden Fall eine Nachricht. Wow.
Twinkling. Nochmal Twinkling. Critical Foe Ahead. Da geht's auf jeden Fall auch weiter. Es ist anscheinend wirklich jetzt der Punkt, wo man sich aussuchen kann, wo man lang möchte. Wow. Herald Helm. Fürchte, gegen beide habe ich nicht so die Chance. Hier ist schon wieder ein Bonfire. Ja, also manchmal verstehe ich nicht so ganz, warum die alle 5 Meter ein Bonfire setzen. Wow! Was? What? Wow! Fuck it, ist sehr gut. Gut, dass das Bonfire hier steht. Okay. Krass. Cathedral of the Deep. Ah, hier ist Aldrich. Okay, also hier kann man sich dann doch wieder ein bisschen aussuchen, wo man will. Alter! Okay. Also blocken, Schild bringt gegen den Penner halt null. Interessant. Mal gucken, dass wir die Seelen wieder mitnehmen. So. Autsch. Au. Wow. Okay, der raucht hier quasi durch meine Estus Blast durch. Auf jeden Fall nicht schlecht, der Brolege. Das war's aber für ihn. Okay, ich dachte, der gibt jetzt irgendwie noch was Besonderes oder so. Aber das scheint nicht so gewesen zu sein, denn wir kriegen Paladin's Ashes. Okay, was ist das? Damit kann ich jetzt null anfangen. Shrinehandman will prepare new items, okay. Umbral Ash of a worn-out paladin who sought the Cathedral of the Deep. With this, the Shrinehandman will prepare new items. This paladin paid quite a price for his headstrong justice. Das ist die Asche eines bereits langgetragenen Paladins. Nee, langgetragen, worn-out. Der ist schon ein bisschen fertig, der Pala. Und der hat die Kathedrale der Tiefen gesucht. Mit diesem Item wird die Shrine-Maid neue Items vorbereiten. Dieser Paladin hat einen hohen Preis bezahlt für seine Gerechtigkeit.
Oh, wir haben noch das Grand Pyromancy Tome. Pyromancy Tome from the Great Swarm, containing advanced pyromancies. Give to the old pyromancer to learn advanced pyromancies of the Great Swarm. Spells of the Great Swarm are passed down from master to pupil. Without a master, there is no pupil. But without a pupil, there is also no master. Das ist ein Pyromancy-Buch aus dem großen Sumpf, das ja, fortgeschrittene Pyromancies enthält. Gib es dem alten Meister Pyromancer, um fortgeschrittene Pyromancies des großen Sumpfes zu lernen. Zauber des großen Sumpfes werden vom Meister an den Schüler weitergegeben. Ohne einen Meister gibt es keinen Schüler, aber ohne einen Schüler gibt es auch keinen Meister. Ja, der Meister im Agi-Fight bin ja wohl ich und ich habe 6666 Seelen. Ja, der Teufel wäre stolz auf mich. Mit denen wir uns jetzt mal verabschieden wieder Richtung Firelink Shrine. Mal gucken, was die uns da jetzt kredenzt, die Gute. Vielleicht ist da ja irgendwas Gutes für uns dabei. Hi-ho! Ah, how gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Ja, da fehlt mir so ein bisschen die Logik hinter. Dass sie mit Asche einfach neue Items hat. Lloyd's Shield Ring. Damage Absorption. Ach, das ist vom Schild. Ich bin gerade überlegen, was wir mitnehmen könnten. Das haben wir mitgenommen, das haben wir mitgenommen. Okay, ich glaube, davon nehmen wir mal ein bisschen was mit. Drei Stück. Dual Charm. Okay. Essos Recovery. Der Sage's Big Head, man, das ist Logan. Enormous head that completely obscures the face belonged to twin gurus known as the Crystal Sages. Was? The pair are said to be successors to the great sage Logan. And this big head is a symbol of their pedigree. Interessant. Also das ist ein riesengroßer Hut, der komplett das Gesicht umhüllt. Gehörte den Zwillingsgurus, die auch Kristallweisen genannt wurden. Das Paar, also dem Paar wird nachgesagt, dass sie die Successor, wie sagt man denn im Deutschen, die Nachfolger des weisen Logan sind. Und dieser große Hut ist ein Symbol ihrer, ja, nicht Herrschaft, aber Lloyd's Shield Ring. Ring given to Knights of the Way of White depicts all Father Lloyd's Shield of Haste. Boosts damage absorption when HP is full. Much time has passed since the worship of Lloyd was common in the Way of White. Clerics of Kareem had always strongly asserted that Lloyd was a derivative fraud and that the Old Father title was self-proclaimed. Ein Ring, der den Rittern des Wegs des Weißen geben wird, stellt den Schild der Kaste von Allvater Lloyd dar. Erhöht die Schadensabsorbierung, wenn die HP voll sind. Viel Zeit ist vergangen, seitdem Lloyd als ja gebräuchlicher Gott im Weg des Weißen angebetet worden ist. Die Kleriker von Kareem haben schon immer gesagt, dass Lloyd ein derivativer Fraud, Betrüger ist und dass der Allvater-Titel selbst gegeben ist. Ich nehme jetzt mal hier die ganzen Schilde mit. Okay, ich dachte, die sind einzigartig. Sind sie anscheinend nicht. Habe ich die schon oder was? Small Leather Shield, Crimson Parma. Plank Shield habe ich jetzt doppelt. Ich wollte nicht beide verkaufen. Hey, da standen zwei dran. Nein, will ich nicht. Hey, Dame. Kollegin. Oh, das ist nicht nett, ne? Plankenschild, da standen zwei dran. Ich will das nicht kaufen. Naja, super. Jetzt habe ich mein Plankenschild verloren. Na, vielleicht stoppt er irgendwo nochmal.
Okay, sonst haben wir hier schon alles abgetreten, was wir abtreten könnten. Ashen One. Okay, wir gucken uns mal gerade unsere Stats an. Equip Load ist nur 24,6 von 52. Wir könnten auf 26 hochgehen jetzt. Weiß nicht, ob das viel bringt. Erstmal hauen wir uns mal zu dem guten Stift. Und zwar möchte ich meinen Bogen bitte upgraden. Pretty. Ja, ich weiß. Wir brauchen wieder mehr Seelen dafür. Wie viel bringt die? 1000. Ja, das sollte eigentlich reichen, um den Bogen auf Plus 3 zu bringen. Oh, wir haben nicht genügend Titanite Charts dafür. Es hätte gereicht. Also die Seelen hätten gereicht. Dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Hallo. Ah, there I am. Welcome. Danke. Yes, here we are. It's been long indeed. With this I can teach you more sophisticated pyromancies. Splendid. I can boast I am your tutor a little longer. Okay, was haben wir jetzt gekriegt? Wir haben, Fireball, wir haben Fire Orb, wir haben Bursting Fireball, Fire Surge, Great Combustion, Poison Mist, Flash Sweat und Profuse Sweat. Interessant. Do not be gone for long. What is a teacher? Ja, da hast du recht. Whee! Wir können nochmal zu Grey Red. Oh. Und zwar will ich mal eine davon haben. Eine davon haben. Goodbye. Dann gucken wir nochmal, ob das Pumperum ist. Vielleicht ist das Pumperum. Vielleicht ist das ja echt Pumperum. Sofern das wieder geladen hat hier. Aber deswegen kann man sich natürlich nie sicher sein. Doch, es hat geladen. Das ist schön. Ist es Pumperum. Weil wenn wir jetzt dann noch einen Shard rauskriegen. Ja, das ist natürlich ziemlich nice. Ich müsste nochmal eine Seele nehmen, um mein Dings auf plus 4 zu bringen. Aber plus 4 ist es auf jeden Fall wert. Pinkopi! Pumperum! Okay, also Rope Firebomb zählt anscheinend auch nicht. Dann lassen wir das mal hier. Pumperum, Pumperum, Pumperum. Okay. Iron Helm! Seriously? Wir haben gerade... Okay, das haben wir noch nicht probiert. Okay. Wir haben so leeres Helm gekriegt. Krass. Krass? Was können wir denn noch da lassen? Das haben wir noch nicht probiert. Das ist nicht Picklepi und das ist auch nicht Pumperum. Okay, was haben wir noch? Das können wir noch probieren. Nein, das ist auch nicht Pumperum. Dann legen wir nochmal einen davon ab. Oh, Call Over haben wir gekriegt. Das war Picklepi. Okay. Okay, das ist nicht Picklepi und das ist nicht Pumperum. Also irgendwie Dinge, die ich benutzen kann, die aber nicht buffen. Habe ich so das Gefühl. Also alles, was kein Buff ist, kann ich da, glaube ich, ablegen. Können wir auch mal eigentlich damit probieren. Okay, das kann ich nicht... Ups! Das kann ich nicht ablegen. Schade! Ich hätte gern nochmal einen Large Shard gekriegt. Aber das hat nicht sollen sein. Picklepi, Pumperum! Gut, dann sind wir mit der Folge für heute auch wieder fertig. Überlebe ich das? Nö. Ich dachte, ich lande noch auf dem Vorsprung. Hat nicht funktioniert, aber ist auch egal.
Für 28 Seelen machen wir uns keinen Stress. Von daher sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Bis dann. Warum habe ich rote Augen? Jetzt nicht mehr? Okay, das ist nur eine Spiegelung. Von daher sehen wir uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.